Ah, was willst du heute wieder für eine Einlaufmusik haben? Wieder den Marsch. Wieder den Marsch? Was für einen Marsch? Radetzky-Marsch. Radetzky-Marsch, machen wir auch mal, kein Problem. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, schön Oma, dass du jetzt schon... Ich habe noch nicht gesagt Oma. Ja, liebe Freunde, die Linzi-Oma. Jetzt kannst du schon wieder herkommen. Das ist so ein Blödel. Nimm deinen Sessel, Oma, dann machen wir es gemeinsam. Setz dich her zu uns. Ja, aber die Polizei was weg. Also, das will ich gar nicht sehen. So, liebe Oma, was haben wir heute vor? Erklär es mal den Zuschauern. Heute haben wir vor, ich werde mich verkleiden. Absolut richtig. Und wie? Mit deinen Klamotten. Ich hätte es besser eigentlich gar nicht erklären können. Ach so? Wir werden dich heute zur Hypebeast-Oma machen. Und ich hoffe, das Ganze funktioniert, aber du bist sowieso sehr modisch. Ich glaube, du hast sogar die Yeezys an, gell? Kann das sein? Ja, die ziehe ich ja gar nicht mehr aus. Sehr gut. Schön geputzt. Ja, das stimmt. Okay. Mich wundert es eigentlich, dass die immer noch so sauber sind. Ja, weil ich putze sie ja. Sehr brav. Wir haben ja ein Video erst gemacht, da sieht man meine Schuhe richtig. Ja, dabei. So da warst du erstaunt, wie schön ich die sauber bekommen habe. Ich war wirklich sauber erstaunt, dass du es so reinigst. Ja, beim Bundesheer gelernt. Aber, liebe Freunde, aufgepasst, denn wir sind jetzt auch auf A1 Now. Das bedeutet, es gibt hier Bonusmaterial. Wenn ihr einfach den ersten Link in der Videobox anklickt, in der Infobox anklickt, Alter, dann kommt ihr direkt zu dem Bonusmaterial des heutigen Videos. Aber Oma, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange herum, bis auf eine Sache. Dritte Kollektion, wie gespannt bist du nicht mehr so, weil du kennst das ja schon, gell? Ja, ich kenne sie schon. Sie ist wieder einmalig. Sie gefällt mir sehr gut, dann gebe ich schon beide Daumen hinauf. Perfekt. Und jetzt werde ich mich verkleiden. Gut, okay. Los geht's. Oma, hinter dir ist mein gesamter Kleiderschrank. Such dir einfach aus, was du möchtest. Ich werde dich da überhaupt nicht beeinflussen. Ich werde dir nur, wenn du es möchtest, ein paar Tipps geben. Aber die Entscheidung soll auf alle Fälle bei dir bleiben. Tob dich einfach aus, ich begleite dich mit der Kamera. Na gut. Los geht's. Es ist ja alles für den Mann. Ja, das tragen wir oversized. Boyfriend-Style ist eh in. Na gut, ich probier's. Schau dich einfach mal um. Ja, rot gefällt mir immer. Rot? Aha, und den der Merch. Ist der neu, gell? Ja, das ist von der ersten Kollektion, liebe Oma. Schön. Aha, okay. Das heißt, rot ist schon mal in der engeren Auswahl. Aber es ist zu groß. Leider zu groß. Na, schauen wir weiter. Was findet man noch Nettes? Grau bin ich selber. Grau bin ich selber. Da gehe ich runter. Weiß passt auch nicht so. Aber rosa. Rosa, meine Lieblingsfarbe. Ui, ja, das ist sehr schön. Eins von den Dingen, die nicht geklaut wurden, Antisocial Social Club in der Shibuya-Version, ist auch eins meiner Favorites, weil wir haben so ein bisschen ein Lila auch dabei. Ja. Finde ich sehr cool, ja. Ne? Schau, das wird perfekt zu deinem Pulli passen eigentlich. Ja. Genau. Ja, du musst aber du brauchst, okay, also das nehmen wir mal fix. Das nehmen wir mal fix. Na gut, so ein rosanen Shirt kombinieren, ich bin gespannt. Eine Hose. Eine Hose brauchen wir auch. Alles von dir. Alles, was du möchtest, Oma. Das ist so Bundesheer mag ich gar nicht. Perfekt, dass ich Wachtmeister bin, ne? Entschuldigung. Ja, mach das. So, da haben wir noch so eine Hose. Genau, das ist eine Adidas Yeezy Calabasas Hose, Oma. Ja, die ist ja sehr modern jetzt. Die ist sehr modern, kann man sagen, ja. Ich glaube, die würde mir passen. Jetzt schaue ich aber noch, ob ich das dazu nehme. Na, ich bleibe dran. Okay, also rosa mit grün. Ja. Oh, ist mutig. Kann man machen. Ja. Dankeschön. Darf ich das schon mal einpacken, ja? Ja. Ja, jetzt brauche ich noch ein... An Janka. An ja, ein Blusen. Irgendein Oberteil. An genau. Janka. Welche Farbe gehst du da? Ja, ich will ja mal auffallen, wenn ich schon das habe. Ja, das stimmt, das recht. Wenn schon, denn schon, gell? Ja, das recht. Nicht immer so dezent. Da sind Pullover, da sind Jacken. Oberteile, es hängen überall, alles verstreut ist nach Farbe zu dir. Ich muss sagen, eine Ordnung hast du im Schrank. Du darfst nicht zu mir kommen. Da ist ein cooler Mudel. Aber jetzt sind wir abgekommen. Von meiner Latschinsalle. Die Supreme The North Face. Also die Oma greift wirklich nur zu den teuersten Sachen. Das war immer schon so. Ja, irgendwoher muss aber ich das haben. Aber dafür habe ich sie 10 Jahre. Schaust du da oben gar nicht, weil du zu klein bist, oder? Das ist grau und schwarz, das magst du mag nicht. Ich. Na gut, also Silber darf es sein. Ja. Sicher oder magst du noch weiterschauen? Nein. Okay. Die Oma weiß, was sie will. Perfekt, okay. Das heißt, diese drei Dinge willst du anziehen? Ja, ich probiere es heute einmal. Okay, und die Schuhe nimmst deine Yeezy wahrscheinlich? Ja. Gut, Oma, das heißt, du gehst dich jetzt umziehen? Ja,
Ich bin gespannt. Gut, schicken wir die Oma mal los, schauen wir, wie das Ganze dann aussieht. Das Umstyling meiner Großmutter. 2 Stunden später. Ja, Oma, wenn du fertig bist, dann geht's. Okay, ich präsentiere die neu umgestylte Lizzie-Oma. Dazu. Guck mal, ich stehe zurück ein bisschen, damit die Leute auf deine Schuhe dazu passend sehen. Aus groß kann man sein. Oma, du hast das Leibwand verkehrt an. Na, das lass ich. Geh nochmal. Einmal noch Leibwand umziehen, Oma, dann kommst du nochmal. 3 Stunden später. Ich präsentiere zum zweiten Mal die neue umgestylte, hoffentlich richtig angezogene Lizzie-Oma. Gone on you with the pick and roll. Younger flame here in sicko mode. Ja, jetzt passt. Vor allem, ich finde es cool, in diesem Licht passt dieses Violette da auch ein bisschen zu dem Rosa. Also ich finde, im Großen und Ganzen bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass du dir so ein cooles Outfit ausgesucht hast. Wie jünger ist man damit so etwas? Ja, du hast recht, aber. Ja, wirklich. Steht dir sehr gut. Vor allem, es ist gar nicht so groß, wie ich mir eigentlich gedacht habe. Du kannst es mir ja schenken. Oh, Oma, was schätzt kostet das, was du da gerade anhast, was ich dir schenke? Ja, du bist immer sehr teuer und hast schon gesagt, dass ich immer zu dem teurigen greife. Das kostet 1200 zusammen. 1300, Oma. Und nicht einmal 1300, ich glaube 1250 oder so. Ja, ich finde, du schaust wirklich fesch aus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Outfit von der Lizzie-Oma hält. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Also ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Oma, wie fühlst du dich? Pudelwohl. Pudelwohl. Du schaust auch fresh aus, da gibt es gar nichts, Oma. Danke da für das Kompliment. Sehr, sehr gerne, liebe Oma. Was heißt denn fresh? Fesch. Ja, fast, ja. Frisch. Der Englischkurs zahlt sich aus bei dir. Ja, man muss halt länger nachdenken. Liebe Freunde, das hätte ich fast vergessen. Checkt auf jeden Fall jetzt gleich den ersten Link in der Infobox ab. Hier geht's zu A1 Now. Ich habe euch hier etwas an Bonusmaterial mit mir und der Lizzie-Oma hinterlassen. Hier sind ein paar Behind-the-Scenes Fails, aber auch Dinge, die es nicht ins Video geschafft haben, also checkt den Link auf jeden Fall aus. Wer dafür ist, dass die Lizzie-Oma Instagram bekommt und da regelmäßig Fotos postet, dann schreibt das jetzt in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wer der Lizzie-Oma dann auf jeden Fall folgen wird. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Outfit von der Oma gefällt, wenn ihr ein Fan der Lizzie-Oma seid, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Sie freut sich, ich freue mich und wir bedanken uns fürs Zusehen. Ja, Oma? Ja, wirklich. Wir verlinken Ihnen jetzt noch hier. Herzlichen Dank. Tschüss. Da ist auch noch ein Video, gell? Da. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal mit der Lizzie-Oma. Das war's von ihr und das war's von mir, euer Maximilian.